Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Alan Wake Remastered. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier an den Bright Falls stehen geblieben und haben die Aufgabe, dass wir zum Bergwerk gehen sollen, um festzustellen, ob da die Entführer bzw. der Entführer mit unserer Frau ist. Ja, was ich jetzt aber erstmal nochmal schnell checken wollte, das war mir im letzten Mal da im Schnitt bisschen heftig alles, zu laut. Auf meinen Kopfhörern ging's, aber irgendwie nur bei den Kopfhörern. Deswegen, mal gucken, das was bringt. So, muss ehrlich gestehen, muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Die letzte Aufnahme tatsächlich doch auch schon wieder, oh welch Wunder, ein bisschen her ist, ne? Weil das tatsächlich auch nur eine Woche ist, ne? Aber in einer Woche kann halt viel passieren. Nicht zum Beispiel sowas, was man halt auch immer stets und ständig gerne mal vergisst, dass man eigentlich in dem Spiel ausweichen kann und ich das die letzten Male irgendwie nicht mehr gewusst habe oder irgendwie in einfach des Gefechts nicht mehr wusste oder was auch immer. Naja, schauen wir mal, dass wir jetzt möglichst schnell zu dem Bergwerk kommen. Es ist aber jetzt gerade, na gut, es ist hell, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist sonst eigentlich so erstaunlich ruhig jetzt auf einmal. Aber wenn hell ist, passiert ja eh nicht viel. Deswegen schauen wir doch mal. Die hätte ich nicht auch mit dem Auto runterfahren können, das wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Aber safe hätten wir das nicht gedurft. So. Lustige Geschichte übrigens. Wie man sicherlich mitbekommen hat, musste ich ja die erste, oder lustige Geschichte eher im Sinne von, naja, mal gucken, ne? Ich musste ja die erste Folge von Alan Wake Remastered nochmal re-uploaden, weil ich von irgendeiner Agentur einen Strike bekommen habe, beziehungsweise eine Urheberrechtsverletzung von einem, ich möchte jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, rassistisch oder irgendwas sein, aber von irgendeinem arabischen Video, wo ich angeblich Ausschnitte verwendet habe. Und das Witzige dahinter war, das war eine ganz normale Cutscene, ne? Die im Spiel vorkam und synchronisiert war. Ich weiß nicht, ich habe mir das Video auch angeguckt und da war nicht mal ansatzweise irgendwas gleich oder ähnlich. Also, ich weiß da gar nicht, warum das gestrikt wurde. Aber gut, YouTube ist mit Strikes irgendwie ziemlich komisch geworden. Da wird eh viel zu viel weggestrikt. Bei dem Reupload war es jetzt nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Aber gut. Oh, ich da. Ja, easy, ne? Da darf ich ja anscheinend nicht lang. Dann nach da. Ich bin ein super Autofahrer übrigens. Aber wir haben ja schon im letzten Aufnahme festgestellt, dass die Steuerung mit dem Auto irgendwie ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig ist. Hätte ich die ganze Zeit mit dem Auto fahren können oder jetzt ist es jetzt nur hier bei dem so, dass das dass wir jetzt mit dem Auto fahren dürfen? Wäre nicht mal interessant rauszufinden, aber gut. Also einfach nochmal komplett zurückgehen, um das rauszufinden. Das ist, glaube ich, das Beste. Mein Gott. Sollte, glaube ich, nicht mit allzu viel Speed hier hochfahren, ne? Weil sonst liegen wir da ganz schnell irgendwo im Abgrund. Mit der, ach so, tollen Steuerung. Und darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust. Können wir da eigentlich mal aussteigen und dann mal hochgucken? Kontrollpunkt erreicht. Kann das sein, dass wir hier sogar hoch müssen? Nee, ne? Das ist ja nur ein Aussichtsturm, das ist ja kein Bergwerk an sich. Waren wir hier schon mal in der Nacht?
spricht Pat Maine und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe, aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemandem vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Das klingt erstaunlich danach, als würde Herr uns meinen. Aber gut. Ist das da? Das könnte da, ja. Das, ich glaube, da hinten ist das Bergwerk. Schauen wir doch mal, ob hier irgendwas in dem Auto ist, weil wenn das hier schon so offensichtlich rumsteht, wir könnten es fahren auf jeden Fall. Aber da die Steuerung besser ist, ich bezweifle es. Nehmen wir auf jeden Fall trotzdem wieder den hier. Gut, man muss wahrscheinlich bedenken, dass das Spiel auch von, kam das raus? Ich glaube, das Originalspiel 2010? 2011? Und ich glaube nicht, dass an dem Remastered jetzt hier irgendwas groß an der Physik oder Steuerung oder irgendwas gemacht wurde. Sagt er und fährt fast in den Abgrund. Deswegen glaube ich auch, dass es vielleicht ein bisschen mit der damit zusammenhängt. Aber gut. Wie gesagt, es ist erstaunlich, dass alles hier einfach mal. Zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Alles hier so ruhig zu sehen und nicht die ganze Zeit mit der Waffe in der Hand rumzufuchteln. Gut, wir haben ja Klaue ja anscheinend eh gerade nicht. Oder halt eine Taschenlampe. So, was haben wir denn hier? Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist die eigentliche Entstehung der Stadt Bright Falls, der Gründung der Bright Falls Mining Company und der Eröffnung des Bright Falls Bergwerks im Jahr 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiteten viele Einwanderer, unter anderem Deutsche, Polen, Italiener, Finnen und Schweden im Bergwerk. Obwohl der Bergwerk zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer heranzukommen war. Und die vulkanische Aktivität in der Gegend machte die Minenschächte besonders gefährlich. Achso, gut, es ist jetzt hier ein Museum, ne? Das erklärt natürlich so einiges. Oh, da liegt eine weitere Seite vom Manuskript. Ich weiß gar nicht, sind wir da auf dem aktuellen Stand oder müssen wir da jetzt nochmal welche lesen? Sarah im Radiosender ist das aktuellste. Dann hören wir doch da mal rein. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Ist nicht, liegt das noch in der Zukunft oder kommt das jetzt, oder war das schon? Wissen wir halt auch nicht, ne? Gut, hier haben wir noch eine weitere Tafel. Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefer gelegenen Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben
und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historisches Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Mhm. Ja gut, das ist doch auch mal nicht verkehrt, ne? Dafür, dass es hier aber Museum ist, ist ja erstaunlich wenig los, ne? Gut, ne? Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Hm. Welch ein Zufall. Jetzt ist wieder Nacht. Rick, wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Hm. Ah! Ich bring ihn um. Ich musste zum Wäre Mirror vielleicht Peak. Doch sinnvoll. Gut, wir haben wieder einmal alles bei... Aua. Mehr als je zuvor. Das. Das war gut laut. Und da habe ich mich jetzt wegen der Lautstärke auch ein bisschen verjagt, um ehrlich zu sein. Caution. Wie kommen wir jetzt hier raus? Weil die Tür da ist, sagt ja so, nö. Hier nicht. Es ist halt im Ernst jetzt einfach verschlossen hier? Caution, caution, caution. Aber nach oben geht's jetzt hier halt auch nicht, ne? Könnte er den Weg nehmen. So, wir haben auch die Leuchtfackel noch und alles. Aber ja, mal gucken. Hier liegt noch was. Leuchtfackel und weitere Munition. Leuchtfackel und, ach, Batterien. Okay. Ah. Noch Munition, die hätte ich ja fast übersehen. Aber gut, Revolver-Munition dürfen wir nicht mitnehmen. Oder brauchen wir nicht mitnehmen, weil die voll ist. Ja, okay, fall halt direkt runter. Noch eine weitere Manuskriptseite. Da gucken wir doch mal. Thomas Zane liebt Barbara Jagger. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Mhm. Das ist interessant. So, hier ist wieder ganz viel
Nebel und alles, ganz viel Munition. Das verspricht halt auch schon wieder einen sehr aufregenden Kampf gleich. Aua. So, machen wir das so. Dann einmal zum Mitnehmen, bitte. Mach nicht mehr viel. Kann das bitte hier mal aufhören? Das ist Bullshit mit dem... mit dem... Dingern. Das habe ich in der letzten Folge... schon sehr unbedingt lieben gelernt, Hust. Den auf uns zukommenden Gegenständen, die uns irgendwie erschlagen wollen. Vor allem nach dieser einen wunderbaren Passage da, wo wir fast geschafft hätten und dann zack kommt doch so noch irgendein... Weiß man gar nicht, was das war. Ja, okay, er stürzt halt runter, perfekt. Danke dafür. Als ob das so eine gute Idee ist, da jetzt reinzugehen. Aber wir müssen ja anscheinend gehen. Ja, das war ja zu erwarten. Dass wir davon wieder getroffen werden. Ein Manuskript liegt da nicht. Okay. Aber Licht wäre trotzdem mal ganz gut. Geht das jetzt schon wieder los? Oh, ein Auto. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Irgendwie den Stromschlägen entgehen. Mhm. Ich setz mich einfach mal ins Auto und guck mal, ob wir hier irgendwas groß machen können. Aber ich bezweifle es. Ah. Ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, weil so können wir ein bisschen Munition sparen. Können wir umfahren? Oder umfahren? Den haben wir auch schon gut. Dann fahren wir mal so. Zack, alle Gegner anscheinend jetzt weg. Jetzt müssen wir auch den Strom abschalten. Das heißt aber auch, dass es hier wahrscheinlich gleich wieder arschdunkel wird und dadurch dann weitere Gegner auf uns zukommen werden. So gehe ich jetzt mal von aus. Natürlich ist das Auto jetzt auch hinüber. Oder? Ja, nicht ganz. Okay. Jetzt ist es kaputt. Toll. Ja, ganz toll.
Wie konnte ich nochmal die Leuchtfackeln... Ja. Ich wollte die Leuchtfackeln auswählen und es ging mal wieder nicht. Ganz toll. Wie konnte ich die nochmal auswählen? Das war doch...